Hallo und willkommen zurück zur ersten Sendung an diesem wunderschönen Montag. Willkommen bei Life is Strange 2. Wir spielen weiter, wir schauen uns weiter im Haus um und mal gucken, was noch heute so passiert. Wie kommt es, dass du eine Disco-Kugel hast? Schmeißt du ihr Partys oder so? Nein, das ist ein Andenken. Tatsächlich traf ich deine Großmutter in einer Disco-Nacht. Glaube es oder nicht. Claire hat mir gesagt, ihr seid seit 40 Jahren verheiratet. Also ergibt es irgendwie Sinn. Das war vor langer Zeit, aber wir haben zusammengehalten, weißt du? Durch dick und dünn. Das ist cool. Nun, nenn mich altmodisch, aber ich denke, es so sollte eine Ehe sein. Das stimmt. So sollte eine Ehe sein. Da hat er absolut recht. Und den Partner muss man einfach haben und finden, dass man eben wirklich durch dick und dünn gehen kann. Na, durch schwere Zeiten, durch, ja, die schönen Zeiten. Oh, das ist seine Mutter. Oh, das hast du gefunden. Ich habe nur vergessen, das ist okay. Es ist eine Weile her, seit ich ihr Gesicht gesehen habe. Ja. Ich sehe es mir von Zeit zu Zeit gerne an. Tut es nicht weh? Das tut es, aber sie ist immer noch meine Tochter, weißt du? Ich kann nicht gutheißen, was sie getan hat, aber ich denke, ich verstehe es. Ich nicht. Es tut mir leid, Sean. Bitte. Bitte sag nichts darüber zu Claire. In Ordnung? Keine Sorge, das werde ich nicht. Also die Mutter hat wirklich quasi komplett die Tochter aus ihrem Leben verbannt, während der Vater quasi immer noch an ihr hängt. Was ja auch eigentlich richtig ist, um Gottes Willen. Auch wenn das sicherlich scheiße ist, die Kinder zu verlassen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, ja, dass man seine Kinder liebt, auch wenn sie falsche Entscheidungen treffen. Steven mag sein Hobby echt. Haha, ich auch. Ich habe nur keine Zeit dafür. Tut mir leid, Sean. Ich weiß, dass ihr Jungs eure Spiele und Webseiten vermisst. Doch, vertrau mir. Eine Pause von all dem kann euch nur gut tun. Und du weißt, es ist sicherer so. Ja, ich weiß. Haben sie leider nicht unrecht. Es gibt ja die sogenannte digitale Spur, ne? Und natürlich kann man, wenn er jetzt irgendwie auf eine Seite geht, wo man vielleicht darauf zurückführen kann, dass er ist, dann kann man natürlich anhand der IP-Adresse auch sie finden. Mann, wer war das? Das war der Sohn unseres Nachbarn, Chris. Ich habe ihn und seinen Vater beim Bau des Baumhauses geholfen. Warum hältst du ein Feuerschwert? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das Kind hat viel Vorstellungskraft. Oh ja, das wissen wir. Wow, bist du das nicht? Ja, das wurde aufgenommen, als ich in Rente ging. Der Bürgermeister kam selbst vorbei, um mir zu gratulieren. Das ist super. Ja, ein wirklich toller Tag. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Aha, hat er das also bekommen. So, dann gehen wir mal raus und gucken uns mal weiter um. Da bist du ja schon. Hast du den Schlüssel? Hör mal. Ich muss los und ein paar Sachen erledigen. Kannst du mir einen großen Gefallen tun? Weißt du, wie man eine Waschmaschine bedient? Seit ich 8 war? Natürlich. Kannst du deine und die Sachen deines Bruders nach der nächsten Ladung reinwerfen? Wir sind im Wäschekorb im Badezimmer. Ja, absolut. Kein Problem. Vielen Dank. Räum auch ruhig weiter deine Sachen auf. Es ist gut für die Gesundheit, ein Haus sauber zu halten. Absolut. Daniel kann helfen. Oh, und denk dran. Zu deiner eigenen Sicherheit kein Telefon oder Internet. Ich weiß, langweilige Regeln. Mach dir keine Sorgen, Claire.
Hey Daniel, es gibt Arbeit für dich. Nein, ich bin beschäftigt. Von wegen beschäftigt. Komm her. Du musst mich erst finden. Himmel. Vielleicht können wir uns jetzt wieder nicht weiter umgucken. Ich verstehe ja, dass er den Scheiß satt hat. Warum spielen wir dieses Spiel? Ich weiß nicht, wann Daniel wieder in die Schule kann. Ab und zu macht das Spaß, aber fast jeden Abend wird es langsam langweilig. Wollen wir es mal weg? Bis heute Abend, Junge. Ach, da war noch Papier. Ich verstehe, warum sie ihre Stadt so sehr lieben. Es ist irgendwie niedlich. Was soll man mit so viel Geschirr? Na, man könnte ja mal Gäste bekommen. So ist das ja nun mal, ne? Claire kann echt gut zeichnen. Ja, das kann sie. Muss in der Familie liegen. Hat er wahrscheinlich geerbt von ihr, ne? Nicht schlecht. Okay, hier ist er schon mal nicht. Hab ich dich? Nee, da war er auch nicht. Wie immer mit Claire weiß ich nicht, ob es niedlich oder herrisch ist. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Mische nicht Weiß- und Buntwäsche. Niemals. Benutze einen Becher Waschmittel. Rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. Liebe, deine Frau. Naja, ich glaube, das ist einfach die Generation, wo man keine Ahnung hat von Wäsche waschen. Ich kann das Licht eigentlich anlassen, weil ich muss ja eh zurück und Wäsche machen. Wo zum Teufel versteckt er sich? Na, ich habe so eine bloße Ahnung, wo er ist. Und keine gute Ahnung, sagen wir mal so. Weiß man nicht, ob er das inzwischen kann. Ich muss erst welche waschen. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass er das kann. Ach, da ist ein Bild, was weggehangen wurde. Ich glaube einfach nicht, dass wir schon eine Woche hier sind. Himmel. Ich weiß nicht, warum schiefe Rahmen mich so stressen. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet, dass er irgendwo an der Decke klebt. So Spider-Man-mäßig. Keine Ahnung warum. Ich habe es jetzt einfach irgendwie so ein bisschen erwartet. Nicht hier. Komm schon. Versuchen wir es mal oben. Oh, die Tür hat sich bewegt, ne? Tut tut. Kann man das Aquarium von hier oben anklicken? Ah, lustiger Bug. Das war mal Karens Zimmer. Was sie wohl damit gemacht haben.
darf ich nicht rein. Ich weiß, dass du da drin bist. Hab dich. Komm schon, raus da. Okay, okay. Kein Verstecken mehr. Ernsthaft. Okay, okay. Was muss ich tun? Du räumst das Chaos in unserem Zimmer auf und ich erledige die Wäsche. Cool? Ja, klar. Es ist scheiße. Ich weiß. Aufräumen ist immer scheiße, oder? Boah, ich könnte einen Red Bull brauchen. Ich bin so gerade richtig fies müde. Kinderleicht. Ich dachte es mir schon. Alter, kannst du das nicht mit deinen eigenen Händen machen? Ja, kann ich, aber so ist es schneller. Alles an dir wird taub werden, wenn du so weitermachst. Weißt du? Ja, ich weiß. Schlaumeier. Naja, mal ganz davon abgesehen, es braucht ja wirklich nur zufällig jemand um die Ecke zu kommen. So, können wir noch was hier mitnehmen an Wäsche? Ich meine, das Zimmer sieht nicht wirklich aufgeräumt aus, ne? Ich muss mich um die Wäsche kümmern. Danke, Claire. Ah doch, die Steine hat er aufgeräumt. Wohin? Ah, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja. Daniel weiß, wie er Oma Spielzeug abschwatzt. Gut. Er verdient es, verhätschelt zu werden. Na, hier kann ja keine Wäsche sein. Also, lass uns runtergehen. Wir müssen ja aufgrund der Überzeiten, die wir die letzten paar Mal hatten, auch langsam mal zu ankommen. Claire und Steven sind super lieb zu uns, aber etwas erdrückend. Damit bin ich besser vorsichtig. Sieht teuer aus. Wie viele Waschgänge hat dieses Teil? Okay, das passt schon. Okay, also die Wäsche läuft demnach. Ah ja, Licht können wir jetzt ausschalten. So, Strom sparen. Boah, der ist schon wieder dran. Boah, kann der sich nicht mal zurückhalten? Langweilige Wäsche, erledigt. Himmel, ich habe ihm doch gesagt, er soll sein Spielzeug nicht rumliegen lassen. So, jetzt können wir ja rausgehen. Okay, es wird Zeit, ein paar Kalorien zu verbrennen. Was meinst du? Ja. So. Ich weiß, es ist diesmal vielleicht ein bisschen zu früh. Ah, Mann, endlich. Es ist so toll, wieder draußen zu sein. Erinnert mich an eine Hütte. Richtig? Au! Psst. Was hat Claire gesagt? Du hast recht. Tut mir leid. So, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, ne? Weil wir hatten ja so viel Überzeit ja auch nicht. Aber es ist einfach eine gute Stelle, um Schluss zu machen, weil er hat 100 Pro beim Rausgehen gespeichert. Und von daher muss ich mich jetzt einfach verabschieden an der Stelle, bevor wir weiterspielen. Wir spielen es dann doppelt letztendlich. Ne? Also von daher, ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.